find your way back home. Hallo Leute, wie ihr euch jetzt fragt, wer ist Toda Busch? Ja, ich habe jetzt ein kleines Video gemacht für euch, wer ich bin, dass ihr mal ein bisschen meinen Kanal kennenlernt. So, wie kam ich auf den Namen Toda Busch? Es ist ein Item, Toda Busch in Minecraft. Ich habe mit einem Freund, mit meinem besten Freund, Minefelder gezockt. Und jedes Mal war in der Kiste, wirklich, immer ein Toda Busch drin. Und er hatte einen komischen Ressourcenpaket. Und es sah halt lustig aus, zum Kaputtlachen. Keine Ahnung wieso. Wie das aussah, bin mir nicht mehr sicher. Und wenn ich es noch, glaube ich, wüsste, wäre es ein bisschen pervers. Und dadurch kam ich auf den Namen Toda Busch. Weil ich habe damals einen Kanalnamen noch gesucht. So, und mein Real-Life-Name ist Niklas. Also ihr könnt mich auch immer anschreiben. In Skype, Niki, wie geht's? Ja, können wir mal aufnehmen. Ist kein Thema. Und ich bin jetzt letztens 16 geworden, am 25.03.2015. Ich mache gerne Verlosungen bei Special, wenn ich zum Beispiel 50 Abonnenten hatte, habe ich eine Passive-Karte-Verlosung gemacht. Bei 100 Abonnenten kommt jetzt gerade demnächst, oder ist jetzt dann bald draußen, sobald du dir das Video anguckst. Ich weiß ja nicht, wann du das Video anguckst. Und warum ich auch gerne in den Sandgebieten gerne bin, werde ich euch jetzt gleich zeigen, sobald ich die Welt wechsle. Bis gleich. So, hier sind wir wieder zurück. Zwar ist es erstens geil, die Sanddörfer. Ich finde die einfach wunderschön, dass da einfach auch was wegwachsen kann im Sandgebiet. Die Kaktusse, Todebüsche. Und es ist einfach schön gemacht. Zum Beispiel, es gibt auch sogar eine Schmiede. Zum Beispiel hier. Seht ihr mal was? Oder ich fliege halt mal ein bisschen herum, dass ihr mal seht. Es gibt immer Haufen tote Büsche, Kaktus, es gibt auch Lava. Und das Schönste ist auch immer Pyramiden. Und die sind immer so wunderschön, weil es immer Schätze gibt. Übrigens finde ich auch die Sandgebiete so wunderschön. So. Guck doch mal, es gibt wieder hier eine Diamantpferdenrüstung, 3 Smaragde, Gold, Eisen, wieder Gold, ein paar Knochen. Es gibt so viel und es gibt auch immer eine Falle hier. Also man kriegt auch sogar gleich dann anfangs TNT, um was zu sprengen. Also es ist auch wieder was darum Schönes. Und ich mache halt allgemein noch sogar auf meinem Kanal hauptsächlich momentan Minecraft-Videos. Demnächst, oder wenn du das Video halt anguckst, gibt es dann auch FIFA-Videos, sobald ich das gut hinbekomme, dass es auch nicht leckt. Ich habe ihn gerade mit meinem Cousin, oder es ist jetzt aber schon dann fertig, ich weiß nicht, wann ihr das anguckt, will mein Cousin ein paar Videos auch auf meinen Kanal erstellen, weil er möchte sich kein eigenes Kanal erstellen. Er möchte auch meine Reichweite ein bisschen erweitern, auch die, wo ab 18 sind und so. Zum Beispiel begeistern mit Call of Duty und hat gesagt, ich so, ja, okay, aber hast auch ein gutes Mikro dann auch dann. Er so, nein, er möchte es ohne Mikro machen, er möchte Musik, er beantwortet auch gerne dann die Kommentare. Deswegen sieht ihr auch schon auf meinem Kanal Abonnentenhaufen. Ich muss immer mit ihm reden, weil das nervt. Und er hat jetzt, der kann ja auch seinen eigenen Kanal, aber er hat gesagt, er möchte gerne bei mir gleich mit anfangen, weil er produziert viel, tut es dann hochladen, privat und wird dann nach einer Zeit veröffentlicht. Weil er auch viel arbeitet, also er zockt gerne in seinem Urlaub und deswegen wird auch demnächst auch ein paar Videos von ihm kommen oder sind jetzt schon dann draußen und ich werde auch viele, viele Verlosungen machen. Ich habe jetzt zum Beispiel jetzt momentan, oder ist Projekt auch jetzt fertig, zwar Toda Busch lebt, mein Minecraft-Leben ist geschützt, demnächst kommt ja dann das Projekt Aura und ich weiß nicht, wie lange das laufen wird, 30 oder länger Tage, kommt drauf an, wie wir gut sind, ob wir schön gebaut haben so. Und dann wird die Map auch wieder zum Download erstellt und wenn ich
viele Zuschauer habe, werde ich dann auch meinen eigenen Server frei machen. Und da gibt es dann auch diese Map dann als Survival Game oder Ender Games oder beides sogar. Weil ich möchte gerne mit euch zusammen auch einen Server gründen. Aber dafür brauche ich auch gute Zuschauer, halt, wo auch dann gerne auf meinem Server sind und sagen, wow, er gefällt mir, den zocke ich jetzt gerne. Als jetzt zum Beispiel sushi.minecraft.net Server oder so. Deswegen, also denkt dran, es wird ein bisschen Zeit dauern, aber ihr könnt mich auch immer unterstützen, wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne bei einem Projekt mitmachen, aber den ich nicht selbst in den Boden setzen kann, weil ich jetzt zum Beispiel nicht mit den Plugins auskenne. Ich kann auch gerne dabei helfen. Ihr könnt mich immer in Skype anschreiben, es ist unten immer mein Skype-Name drin. Ihr könnt mich auch per E-Mail anschreiben, sogar wenn ihr kein Skype habt. Oder schreibt es einfach mal in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht über YouTube. Dann werde ich auch zurückantworten. Und es wird auch demnächst ein Twitter-Kanal folgen. Und ich hoffe, ich habe jetzt ein bisschen mal von mir erzählt, wer ich bin, was ich auf meinem Kanal hauptsächlich mache. Und ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Dann haut rein. Tschüss, das war euer toter Busch. Habt viel Glück in eurem Leben. Habt viel Spaß auch in eurem Leben. Einfach ein schöner Tag für euch. Ciao, euer toter Busch.